Ja, da lag noch eine Fussel. Ja, hallo und herzlich willkommen auf Unboxing Saturox und viel Spaß mit dem neuen Video. Diesmal habe ich den Film Die magischen Schwestern Jojo und Nene. Ich packe das jetzt erstmal aus, ich versuche mit den Reststreifen. Klappt natürlich nicht. Ja, den Film, da wurde. Wann war denn das? Das war bei dem Peppermint Anime Festival 2015, das heißt letztes Jahr im Januar, schon mit Untertiteln gezeigt. Und natürlich hatte ich mir den noch angeguckt. Und da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Ist von dem. Von welchem Studio war das gleich nochmal? Ich glaube, von Studio Cheft war das. Ah, nee, nicht Cheft, UFO Table. Das sollte denjenigen ein Begriff sein, die Serie Fate schon gesehen haben. Und das hat man das ja auch ein bisschen angemerkt. Ich bin auch ein kleines bisschen damit rangegangen, dass es so ein kleines bisschen Feeling von Madoka Magica hat. Aber ganz so düster war es da nicht. Es war aber trotzdem ein spannender Film. Mir hat er gut gefallen, wie schon gesagt. In einem Podcast haben wir auch darüber geredet. Das verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Ich glaube, ich hoffe. Ja, ansonsten guckt einfach mal die Videobeschreibung, ob da ein Link ist oder nicht. Hier klebt es noch zu. Ja. Ach so, erstmal gucken. Der Film geht 101 Minuten und es ist mit dabei ein Booklet. Das hier ist natürlich nicht das Booklet, das ist Kase-Werbung. Die habe ich ja im vorangegangenen Video schon angeguckt. Dann haben wir hier das Booklet. Ist relativ dünn. Gucken wir mal rein. Charakterinfos sind mit dabei. Was haben wir hier noch? Little Nemo, Rückkehr ins Schlummerland. Keine Ahnung, was das ist. Ja, hier ist die Scheibe. Und hier ist noch ein Wendecover. Ohne FSK-Logo. Steht sogar extra drauf, inklusive Wendecover. Ja, das war's auch schon zu der Blu-ray. Ich bin gespannt, wie die Sprachfassung werden wird oder wird geworden ist. Geworden ist, genau. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.